Willkommen zurück bei Amnesia. Ich gehe jetzt gerade mal aus diesem Raum raus, weil hier scheint es relativ laut zu sein. So, also ich habe ja letzte Folge keinen Weg mehr gefunden und habe dann schon vermutet, wir müssen wieder zurück. Und so wie mir jetzt mitgeteilt wurde, stimmt das auch, dass wir doch noch in die anderen Türen rein müssen. Dort gibt es dann wieder Rätsel oder so etwas in der Art, die wir lösen müssen, damit hier alles weitergeht. Also genau das, was ich gedacht hatte. Und bis jetzt war es ja auch im ganzen Amnesia-Spiel so, dass man keinen Raum auslassen musste. Man musste früher oder später in jeden Raum rein. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie es weitergeht. Gehen jetzt einfach nochmal komplett zurück. Bis zu den Türen oben. I've always hoped Fire would return and give me a second chance. But Sword. Oben waren ja in einem Kreis vier Türen aufgebaut und genau da müssen wir hin. Los, los, rennen! Warum kann der auf der Treppe nicht rennen? So, des Weiteren startet heute, wenn ihr das seht, höchstwahrscheinlich noch ein zweites LP. Das wird jetzt nicht jedem gefallen. Es ist vielleicht auch eher ein kindliches Spiel, aber ich will einfach ein bisschen Abwechslung auf den Kanal bringen und dann eben auch mal sowas zocken. Einfach was wirklich krass zum Spaß spielen, wo einfach schön anzusehen ist, weil das hier ist, es macht Spaß zu spielen, keine Frage, aber es ist dann doch halt Horror. Ist was für Hartgesottene, sage ich mal, ist nicht für jeden was. Es rührt sich nicht, dann müssen wir wahrscheinlich in diese Tür hier rein. Und des Weiteren gibt es auf meinem Kanal noch eine Neuerung. Und zwar versuche ich ab heute 3 Streams zu machen. Sprich, wenn ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich schon einen Stream gemacht. 14 Uhr immer, dann der normale um 19 Uhr und dann eben noch den sogenannten Late-Night-Stream. Also es gibt einige Neuerungen. Ich will etwas aktiver auf YouTube werden, also noch aktiver, wo ich schon relativ aktiv bin. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn neue Abonnenten dazu kommen, neue Leute, die einfach Kommentare schreiben, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man Spaß in Streams und Videos haben kann. 9th of August 18. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. So, hier sind dann vermutlich Schalter. Sind die jetzt oben oder sind das Zeitschalter? Ach, das sind die Schalter für die Türen unten, die sich nicht gerührt haben wahrscheinlich. Für die 2 Tore. Bestimmt sind das die. 100 Pro. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Eine Mumie. Ja, genau, das waren die 2 Hebel. Dan, good to see you. You got the doors open? Good going. I knew you could do it. Ja, des Weiteren, das kann ich ja auch noch sagen. Ich habe echt gemerkt und mir persönlich geht es auch so. So 20-Minuten-Videos sind für viele Menschen einfach zu lange. Die wollen kurze, knackige Videos und Let's Play kannst du halt nicht so wirklich extrem kurz halten. Aber ich glaube, ich habe das letzte Folge schon gesagt. Ich möchte einfach ein bisschen schauen, dass die Zeit nicht allzu lang wird, dass ich unter 20 Minuten bleibe. Sprich so 15, 16, 14 Minuten, sowas in der Art, weil mir ist aufgefallen, auch die Analytics spricht dafür, dass viel, viel mehr Menschen da dann auch wirklich bis zum Schluss dabei bleiben und nicht irgendwo mittendrin dann aufhören und sagen, ach, lass mich in Ruhe mit deinem Video.
könnt euch dazu gerne in den Kommentaren äußern. Ich höre gerne auf Kritik. Also wenn euch das nicht so gefällt, dann schreibt das ruhig, wenn ihr längere Videos haben wollt. Wenn es euch gerade recht ist, kürzere Videos, dann dürft ihr das gerne auch schreiben. Einfach so, dass ich ein bisschen Überblick habe, wie es denn meiner Community geht, wie ihr es empfindet. So, hier ist noch eine Batterie. Hier ist noch eine Geschichte. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politische Vorstellung zu, während ich ruhig dasitze, absichtlich vergesse. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahin scheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch die Qualen. Okay. Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraue ihm, dem wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann. Widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihn gerne diesen Gefallen tun, aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen. Wenn mir meine Rückkehr verweigert wird, ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihr Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Bayer sagt mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tampere verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die in Drüsen eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte furchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnten wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen, okay? Dafür hat er wohl die Menschen gefoltert, um das Blut zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in der Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Mir allerdings auch. Ist ein komisches Wort. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kerns. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen und auch eine gute präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay. An dieser Stelle mache ich einen ganz kurzen Cut. Ich muss was erledigen. Es tut mir leid. Nach dem Cut bin ich sofort wieder da. Bis gleich. So, weiter geht's. Also, wir sind jetzt in dem ersten Raum hier schon mal drin. Altarraumeingang. Altarraum, da waren wir doch schon. Also, Altarraum war doch dieser große Raum da. Verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. Wir schauen noch mal kurz hier in diese Richtung rein. Oh, ich habe kein Öl mehr. Ich habe kein Öl mehr. Wir drehen einfach mal. Aber ich denke mal, wir müssen irgendwas dranhängen. Ich denke mal, da kommt jetzt nichts raus. Schade. Vielleicht das hier? Tatsächlich. Tatsächlich, da unten scheint ja irgendwas zu schwimmen. Vielleicht können wir das rausholen.
Geil ist auch der Schatten. Schaut mein Hintergrund. Etwas zieht an dem Seil. Ja, super. Super, und jetzt das muss ich tun. Jetzt haben wir nur noch einen Knochen. Vielleicht können wir mit dem Knochen noch irgendwas anstellen, beziehungsweise natürlich müssen wir mit dem Knochen noch irgendwas anstellen. Gewehrschiff. Okay, was muss ich mir unter einem Querschiff vorstellen? Unter einem Schiff, das quer steht, oder wie? Scheiße. Und dann hier unten noch so ein Zeichen. Oder überall solche Zeichen. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Orphan! Kill me! This one. Prepare him. Gott, das ist wieder so ein Labyrinth, ey. Ist das? Ist das so ein Stück? Ist so ein Stück? Stück einer Kugel. Geil! Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände abgehoben wurde und ihr Körper folgte. Ihre Schulter gab dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Oh je, da hat man also ihre Arme praktisch sowas hier gebrochen. Alter, schon ein bisschen brutal. Ja, hier seht ihr es auch nochmal. Man hat also praktisch das Gewicht unten hingehangen, also an die Beine, die Arme oben hingehängt und dann sie praktisch immer weiter hochgezogen. Und durch das Gewicht ihres eigenen Körpers plus dieses Gewicht, was schon extrem riesig aussieht, hat es dann ja, die Arme komplett ausgerenkt oder... Merkt auch, ihm geht's gerade gar nicht gut. Wie sieht's denn aus? Geistiger Zustand, Punkt, Punkt, Punkt. Die Steuerung ist auch jetzt extrem kacke. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Also sowas Krasses hatten wir bis jetzt noch nicht. Was geht hier ab? Ist hier auch noch mal eine Folterkammer? Diese Ansicht macht psychisch krank, ey. Jetzt geht's wieder. Ja, nächste Folterkammer. Oh nein. Das Bild kenne ich sogar irgendwoher. Woher kenne ich das? Da hat man also praktisch aufgehangen und hat den dann von oben runter gesägt. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, habe ich sogar mal was gelesen, dass das extra so gemacht wurde, dass der Mensch noch möglichst lange lebt. Also praktisch alles mitbekommt. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Genau, so war das. Das habe ich irgendwo schon mal gelesen. War eine beliebte Foltermethode für Vergewaltiger oder allgemein für irgendwelche Sexualtäter im Mittelalter. Ja, eben, man hat sie dann verbluten lassen. Also die haben relativ stark gelitten. Ob das jetzt gerechtfertigt ist,
Gerade so bei einem Kinderschänder oder so, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich find's trotzdem etwas heftig, auch wenn ich gerade Kinderschänder und so weiter schon eine härtere Strafe zusprechen würde, als dies in Deutschland passiert. Aber ich will hier auch nicht zu politisch werden. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, aber bitte nicht beleidigen oder dieses Thema ins Lächerliche ziehen. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Oh, nein. Of course. We are dealing with monsters. Hör auf. Okay, also das ist auch eine heftige Foltermethode, wenn das das ist, was ich denke. Ja. Moment. Also wen es interessiert, man hat die Leute da mit ihrem Hinterteil, soweit ich weiß, draufgesetzt und sie langsam dann runtergelassen und dementsprechend haben sie sich irgendwie zerrissen. Ihr könnt es euch vorstellen. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Er war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt. Aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode. Es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ja, also, das ist halt einfach eine Pfählung. Da hat man die Opfer draufgesetzt und dem eigenen Gewicht überlassen, sozusagen. Und euch vorstellen, was da passiert. Und an dieser Stelle würde ich dann sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wir haben eine interessante Runde durch die Foltermethoden der mittelalterlichen Zeit gemacht. Zum Glück gibt es sowas heute nicht mehr. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann!